Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Breath of Fire 3. Wir wollen in diese Richtung von Shadowlorn. Im letzten Part sind wir immer noch durch die Wüste des Rohrs gelaufen. Wir kommen immer noch nicht wirklich weiter. Dieser verdammte Abendstern wird einfach nicht verschwinden. Meine Kehle ist wieder trocken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, Garth hat auch in einen Kampf draufgegangen, deswegen ja, das ist eigentlich nur der Einzige, der noch volle SP. Ja, und weiter geht's hier. Immer noch dabei, nebenbei euch die ganzen Drachenformen zu zeigen, und die Nacht ist immer noch nicht vorbei und der Stern wird einfach nicht verschwinden. Also unsere Sternbild geht immer weiter nach oben, aber das Sternbild oben wird einfach nicht weggehen. Da frage ich mich wirklich noch, ob ich richtig bin. Ich denke aber schon. Weil ich habe mich hier genau an die Anweisung gehalten. Also, ja, genau. Und inzwischen wird es wieder Tag und mein Versprechen, das ich sozusagen gegeben habe, dass ihr spätestens im Laufe dieses Tages, ist nicht wirklich bewahrheitet worden. Was will man machen? Also, wir müssen doch eine Nacht hier durch. Zeit zum Kampieren wieder mal. Ach, ist doch wunderbar. Ihr wisst jetzt, warum ich die scheiß Wüsten hasse im Videospiel. So, wahrscheinlich immer noch. Lass ich für euch vor einer Minute ausruhen. Ja, das Gemüt steckt weiter. Seid ihr sicher, dass wir den richtigen Weg gehen? Sorry. Ich bin okay, sicher. Wir packen es. Will uns Gott einfach damit sagen, dass es nicht möglich ist, sich mit einem Gott zu treffen? Nein, Digga. Das nicht. Keine Sorge. Ja, und ich sind okay. Keine Sorge. Überlass das Kämpfen uns. Naja, also. Garth tut das schon. Und Omo. So. Falco habe ich jetzt mal wieder außen vor gelassen. Ich frage mich dann echt, ob ich immer noch richtig bin. Ja, dann ist es echt merkwürdig. Wenn ich mich richtig erinnere, hätten wir eigentlich schon längst wieder Richtung Norden gehen müssen. Okay, einfach suchen wir weiterhin. Irgendwann wird ja der blödliche Stern einmal verschwinden. Also, wenn es sich. Also, ich laufe jetzt nicht diese eine Nacht noch da entlang, weil der Stern immer noch nicht weg ist. Dann laufe ich wieder Richtung Norden. Weil langsam ist es doch echt lächerlich. Irgendwann muss ja der Abendstern doch verschwinden, laut der Aussage von. Ja, lange Leitung. Von Horus. Aber der Stern geht immer noch nicht weg. Der bewegt sich ja einmal nicht mehr. Deswegen, ich bin gerade hier echt verzweifelt, ob ich doch richtig bin. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich bin gerade echt so leicht am Zweifeln. Ich hasse die Wüste einfach so. Ich hasse sie. Ich muss sie halt. Also, ich weiß nicht, ob ich die on-camera. Also wenigstens einmal on-camera machen muss ich sie. Und bewegt sich der Stern wieder. Na gut, wenigstens komme ich noch so, jetzt auf jeden Fall euch die Drachenform zu zeigen. Weil jetzt kommen wir schon wieder zu lesen. Diese Drachenform ist übrigens sehr interessant, weil sie viele verschiedene Möglichkeiten hat, wie man sie macht. In den Fach, du Scheiße. Wow. Den verwandelt es nämlich mal, dass die Drachen, mit denen wir bekommen haben, als das Fusionsgen. Transfusionsgen jedenfalls. So. Das Fusionsgen haben wir verschiedene Möglichkeiten, somit zu verwandeln. Insgesamt vier verschiedene. Und wir nehmen dafür Fusion und Fragezeichen in diesem Fall. Ich werde sämtliche Fusionsmöglichkeiten auch gleich einblenden. Die ist diejenige für uns, die es am ehesten funktionieren tut. Und viel stark auf dem Skorpion dort. Denn der Hybrid-Farm ist abhängig davon, welches wer in unserer Teamkonstellation ist. Und ich kann schon mal sagen, dass diese Fusion scheinbar nicht so funktionieren tut. Ja, das ist so, die Versuch, ich mache mich, das ist der Hybrid und schon gesagt, das ist unter bestimmten Umständen. Muss ich vielleicht Fusion und Trance
Oh Gott, ich bin mir eigentlich ja. Ja, ich weiß gerade selber nicht so genau, wie ich mich da verwandelt habe, ehrlich gesagt. Ist gerade scheiße. Es ist gerade einfach nur scheiße, ohne Witz. So, da wo man ja extra stark hat, werde ich mich einfach mal an die Ton ansetzen. So, da wegen zu kleinen Giften. Das ist gerade echt kacke mit, also. Also einmal halt vom Ding, die scheiß Wüste. Dann halt hier diese Verwandlungsform, die ich zeigen möchte, aber irgendwie. Ja. Diese, wie gesagt, ich wollte euch einen Hybrid zeigen, der verwandelt die die Verwandlungsform ist halt davon abhängig, wie unsere Situation ist. Und ich glaube, die Person muss auch stärker sein. Scheinbar immun gegen neutralen Elemente oder so. Das ist wohl vergiftet. Ich bin gerade echt am Kochen. Innerlich so ein bisschen. Und dann rechne ich sie dann ab. Und kriegt jetzt 5 Kraft, 5 Abwehr, 1 Aktivität und 6 Intelligenz. Das ist in Ordnung. Recht für Zenny. Auch gut. Ja. Und weiter geht's. Ich bin gerade hier. Also. Ich bin echt so gerade echt am Kotzen wegen dieser scheiß Wüste wieder. Es passiert wieder genau das, was ich erwartet habe. Nämlich, dass ich das irgendwie vergeige. Wegen der Art und Weise. Obwohl ich mich wirklich haargenau an die Anweisung gehalten habe. Das ist jedes Mal die gleiche Scheiße. Das Stern will einfach nicht verschwinden. Das bewegt sich ja nicht einmal wirklich, wie ich richtig sehe. Ne, der ist immer noch da. Und der bewegt sich auch nicht mehr. Und mir geht bald das Wasser aus. Und ich gehe ja schon wirklich genau scharf genau an der Grenze. Das ist echt gerade kacke. Das ist jedes Mal. Es ist immer dasselbe damit. Irgendwo muss ich einen Fehler gemacht haben. Vermutlich soll ich als erstes nach Norden gereist bin. Und vielleicht bin ich dann so weit nach Norden gereist, vielleicht nicht weit genug. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es jetzt hier nicht mehr funktionieren wird wahrscheinlich. Und das nervt gerade. Und wie gesagt, dass das Hybrid nicht funktioniert. So, halt nochmal. So, jetzt wieder hier im Kampf. Und nächster Versuch. Okay. Wieder. So, wir steigen. So, nehme ich mal jetzt hier Fusion und Trance. Da macht der Fehlschlag. Hoffentlich hat der Hybrid jetzt wenigstens. Und er sagt wieder nichts. Okay, irgendwie ist immer das gleiche mit den Hybriden. Ja, das ist schon das zweite Mal. Das dritte Mal inzwischen, dass die Hybriden doch irgendwie nicht funktioniert. Oh Gott. Super. Ich bin gerade echt hier am Kotzen. Mit den Hybriden gerade. Gut, den Hybrid werde ich dann beim nächsten Mal einfach, wenn ich die Möglichkeit reinschmeißen. Jetzt gleich zeige ich erstmal die letzte Verwandlungsform, soweit die wir halt erhalten, mit den Ewigkeitsgehen. Von denen es scheinbar 3 verschiedene Versionen gibt, obwohl ich eine Version darüber schwenken werde. Das werde ich auch erklären, sobald wir dann halt, dies passiert. So, ein Beutel ist mir relativ scheißegal, also wenn die überhaupt... Ja, ich habe so viele Beutel einfach übersprungen. Also, wie geht's denn jetzt weiter? Erstmal weiter in die Richtung hier. Der Stern, der bewegt sich echt nicht mehr. Ihr seht's ja selbst, der hat sich jetzt seit die ganzen... Ja... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aha, die
weit mit 30 Schritte gehen. Jetzt, okay, ganz erstmal nur Schaden, das ist ja noch nicht so schlimm. Also man kann noch 30 Schritte gehen, bevor man halt Schaden kriegt. Ich hab nur noch 5 Wasserkrüge. Oder Wassereinheiten. Leute. Das ist Kacke. Ja, ich bin jetzt die ganze Nacht Richtung Westen marschiert. Der Stern hat sich nicht einen Millimeter bewegt. Einen. Deswegen will ich jetzt sagen, ich kapiere jetzt hier nochmal und laufe jetzt einfach Richtung Norden. Obwohl, ja, Moment. Da schlägt er dir fast den Boden aus. Was denn? Warum sollte Gott einen Ort wie diesen erschaffen wollen? Na, Pekko ist nicht mehr draußen. Ist das jetzt passiert? Alright now. Oh, wir haben mal wieder geredet. Warum? Warum ist das hier durchmachen? Wir sind fast da, richtig? Oder? Jetzt seht ihr halt, die Leute sind langsam richtig am Verzweifeln. Und ich glaube, das ist eigentlich fast ein Zeichen dafür, dass wir es falsch gemacht haben. Weil normalerweise ein bisschen andere Sachen passieren. Normalerweise. Ja. Nun denn, wie gesagt, ich gehe jetzt einfach Richtung Norden für 3 Nächte und ja, da hoffe, dass es jetzt klappt. So. 3 Nächte lang nach Norden gehen. Normalerweise, wenn wir jetzt noch richtig sind, sollte nachher gleich bei nächsten Camp oder beim übernächsten Camp ein, nicht direkt in die Welt triggern, aber es sollte sich was verändern. Und wir wissen inzwischen schon mal, es reicht, wenn wir 30 Schritte, wir können 29 Schritte gehen, bevor wir wieder eine Wassereinheit gehen müssen, bevor wir Schaden kriegen. Also ihr merkt es wahrscheinlich, ich habe echt eine Krawatte, aber vom Feinsten. Vor allen Dingen geht so lange die Richtung Abendstern, bis er verschwindet. Aber der verschwindet ja nicht. Weil vielleicht. Und den meinen sie ja auch nicht. Der verschwindet ja auch nicht. Da hier ändert sich dann sowieso keine Sterne. Weil der ändert ja auch seine Position nicht. Oh, ja. Der Abendstern ist der einzige Stern, der sich wirklich bewegt. Ja, ich weiß. Eins. Okay. Wirklich auch. Kann ich wenigstens jetzt in diese Drachenform zeigen, die sehr interessant ist, aber auch sehr gefährlich. Dafür brauchen wir nämlich das Ewigkeitsgehen. Wir können uns nämlich jetzt mit dem Ewigkeitsgehen, einmal hier der Skorpion halt, ja. Ja, halt Erdbeben. Kennt man ja. So, wir steigen. Wir nehmen auf das Ewigkeit, das Gehen der Ewigkeit. So, würden wir jetzt nur das Ewigkeitsgehen nehmen, oder irgendeine andere Vagine, würden wir es in keinen Drachen verwandeln. Die stärkste Drachenform, die es soweit gibt. Problem, wir können die kontrollieren. Und was macht er erstmal instinktiv? Er haut erstmal unsere eigenen Charaktere zum Klumpen. Das ist scheiße. Deswegen, was machen wir jetzt, um das zu verhindern? Wir machen wie folgendes. Wir nehmen normalerweise diese Möglichkeit, das Fehlergehen zu begehen. Laut einer Internetseite wird dadurch der Drache schwächer, aber kontrollierbar. Es gibt aber noch scheinbar noch eine andere, den ultimativen Drachen, wenn man dafür das Trance-Gen nimmt und das Strahlen-Gen. Ist teuer, ne? Allein durch das Ewigkeitsgehen schon. Wenn das jetzt stimmt, sollten wir jetzt einen Drachen, den ultimativen Drachen haben, den wir auch kontrollieren können. So, einmal hier der Kaiserdrache. Oh, verdammt, wieder SP. Und, wie ihr sehen könnt, ist ja einfach nur ein Norden in einer anderen Farbe. Ja, das stimmt auch. Es ist nur in einer anderen Farbe. Und Tornado sollte jetzt nicht auf Skorpion wirken. Und auch nicht auf meine Charaktere, bitte. Auf Gar. War ja klar. So. Keine Rache. Gut. So, Momo macht jetzt einfach mal einen Jugendzauber. Und ja, wir können Norden kontrollieren. Seine Fähigkeiten sind der Kaiserhauch, der Knochenbrecher. Den kann man nicht immer einsetzen. Wenn man ihn einmal einsetzt, gibt es in bestimmten Zeiten blockiert, aber der macht massig Schaden. Ich glaube, es kann sogar jetzt ein Kill. Und heulen. Wir können verwirrt durch Angriff. Natürlich machen wir den Kaiserhauch.
Hoffentlich macht es überhaupt Schaden. So, erstmal hier die Verjüngung auf Gar, damit da nicht drauf gehst. Und der Kaiserhau. Teil scheint der Katzenrache, die wir schon mal gesehen haben. Auf und jo, war schon eine Menge Schaden. Ja, das ist dann der stärkste Drache soweit. Und auch die letzte Drachenfusion, die ich euch zeigen werde. Abgesehen natürlich von Hybriden, da muss ich einfach rausfinden, wie das jetzt genau funktioniert. Und ja, der Part ist damit auch schon mal wieder vorbei. Und im nächsten Part versuchen wir weiterhin durch die Wüste des Todes zu kommen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wie das nächste Mal, wenn ihr es wollt. Und dann glaube ich nicht mal, dass wir uns sehen wollen, wenn es so weitergeht. Macht es gut.